Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Yeah, ich bin wieder da. Und wenn ihr euch fragt, was habe ich da auf meinem Kopf? Was ist dieser wunderschöne lange Hals mit den wunderschönen Augen, in die man sich nur verlieben kann? Ja, dann müsst ihr das letzte Video schauen. Okay, das letzte Video. Weil da haben wir den Wackelkopf gemaint. Und jetzt geht es weiter. Und die nächste Mission, die wir bestreiten müssen, ja, ich habe es im letzten Video schon angekündigt, wird sein Code Rot. Der wird mir gleich ganz rot vor Augen, wenn ich das lese. Und ja, das ist die Next Mission. Also Leute, wir setzen uns wieder ran an die alte Tafel und gucken uns an, was wir hier zu tun haben. Ich weiß schon, was wir hier zu tun haben, nämlich alles, was rot ist, abschlachten. Das ist natürlich jetzt unvorteilhaft, wenn wir rot sind. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch ändern. Aber Gutschein wird natürlich wieder verwendet, weil, Alter, Leute, es ist einfach needed. Okay, und bevor wir uns selber abschlachten, gehe ich doch lieber wieder grün. So, Leute, wir haben wieder einen normalen Farbton erreicht. Jetzt müssen wir aber noch essen. Ihr werdet sehen, mit einem zugenähten Mund geht das auch ganz einfach. Ja, gut, ja. So, easy. Let's go. So, rein in die Olga. Wir sehen als erstes, dass wir gegen den Anjanat kämpfen müssen. Ei, da bin ich glatt auf meine Hinterbeine geflogen. Ziel ist es natürlich, hier Monster zu bekämpfen. Das ist so mein größtes Problem, weil im Schnitt sind Monsterkämpfe kein Spaß. Die sind einfach nur Kacke. Und Anjanats sind noch weniger Spaß mit Doppelkling. Das könnt ihr euch nur vorstellen. Das macht keinen Spaß, bis du ihm die Beine gebrochen hast. Aber davor ist alles scheiße. Weil ich mache keinen Schaden. Und an seinen Kopf komme ich eh nicht ran. Oh, nee. Das war... Aua. Aua. Wer sich noch erinnern kann an die Combo letztes Mal. Ja. Die wird hier fortgeführt. Die geht einfach immer weiter. Anjanat-Kombos hören nicht auf. Geht gar nicht. Wir schlagen ihn mal ein bisschen in sein Gesicht. Und ich habe das Bein gebrochen. Da kommen auch die ersten hohen Zahlen am Bein. Ja, ich brenne. Ist aber nicht schlimm. So ein bisschen verkohlt kann man immer riechen. Habe ich den gerade ausgenockt? Das war gerade so gefühlt so ausgenockt. Ich weiß, er ist nicht ausgenockt, weil ich habe auch keine stumpfen Waffen. By the way, ich brenne immer noch. Danke, Anjanat. Kann ich jetzt wieder aufhören zu brennen? Danke. Das Schöne ist, immer wenn ich Leben verliere, ist das nicht so schlimm, weil dann schlage ich wieder auf ihn ein und dann habe ich wieder Half-Life plötzlich. So, nice. Ja, war doch gar nicht so schwer. Das Ding ist, jetzt kommt dann auch bald noch ein anderer. Und der nächste wird, soweit ich weiß, Onogaron. Ja, yeah, let's wait for him. Da ist er. Hat gar nicht lange gedauert. Nur so 5 Jahre. Wie mein letztes Video. Und ja, direkt werde ich hier weggeslappt. Ich hätte auch einfach mal meine Waffe schärfen können. Haben die neue Musik für alles, oder? Das hat mir wehgetan. Das... Au, okay. So. Er ist ja zum Glück recht einfach mit Doppelkling im Vergleich zum Anjanat. Das ist halt schon ziemlich vorteilhaft. Okay. Reicht dann auch. Okay. Na, wir haben ihn ja fast, denke ich. Also er sollte eigentlich nicht mehr so lange leben. Ja, er muss auch schon tief durchatmen, der Sohn. Monster Hunter Gods. Jawohl. Götter, by the way, in den Monster Hunter Gods. So. Perfekt, wir nehmen ihn aus, die alte Sau.
Übelst brutal. Aber alles halb so wild. Und wir schärfen die Waffe. Oh yeah, that's sharp. Okay, let's go. Ah, nee, warte mal. Wir müssen ja wieder warten. Okay, Leute, let's go. Oh, hi. Wisst ihr, es gibt so Leute, die beschweren sich über Ladezeiten außerhalb des Spiels. Und dann gibt es so mich. Der denkt sich so, what the fuck? Warum muss ich 3 Jahre warten, bis ich gegen meinen fucking Rathalos kämpfen kann? Aber ja. Gut, das war richtig sweet durchgeninjat. Jawohl. Jawohl, da haben wir einen Schwanz abgehakt. Schon zwar extrem früh, aber ja, passiert. Also, falls ihr euch fragt, warum der Rathalos auf immer so schnell stirbt im Vergleich zu den anderen Monstern. Die anderen Monster sind gegen Drachen-Effekt ein bisschen mehr immun. Der hat 3 Sterne Drache-Schwäche. Und ja, Elementwaffen sind halt bei Doppelklingen sowieso 50.000 mal besser als normale Waffen. Also wenn man mit dem Doppelklingen das richtige Element mitnimmt, dann wird der Kampf um das 10-fache gefühlt verschnellert, weil einfach so oft der Elementbonus proggt im Vergleich zu Waffen, die langsamer schlagen. Deswegen lohnt sich das bei Doppelklingen viel mehr auf Element zu gehen, als auf alle anderen, ja. Weil der ist nämlich jetzt in, weiß ich nicht, 2-3 Minuten tot gewesen. So, wir nehmen den wieder aus. So. Das ist auch immer ein richtig schön langsamer Prozess. Den Schwanz noch. Den wir ja in der gefühlt ersten Minute abgehackt haben. Weil lol. So. Schleuderbombe mitnehmen. Und wieder, was könnte es sein? Waffe schärfen. Oh. That's sharp. Okay. Alright. Jetzt heißt es wieder warten. Oh, der Rathalos ist verschwunden und zack kommt der Theos. Oha, warum bist du denn wütend, Bruder? Chill mal. Ja, er ist einfach instant am Burn. So bei ihm, weiß ich jetzt schon, brauche ich ein Kaltgetränk. Wollte es aber nicht eher nehmen, weil wir sonst eh wieder 10 Jahre gewartet hätten. Und ja, das wäre nicht so schön gewesen. Ich wollte eigentlich an der Wand abspringen und ihn noch coolen Ninja machen. Zack. Oh, sweet. Aua. Ja, ich sollte langsam mal meine Brandwunde stoppen. Die Musik, die hier ist, habe ich nur im Nachhinein eingefügt. Außer ich habe Musik im Nachhinein eingefügt. Wenn man die hier nur hört. Aber falls keine ordinary Musik drin ist, sondern so Heavy Metal Shit. Leute, das bin ich. Ich höre kein Metal. Aber anscheinend Capcom. Oh, oh. Das ist nicht gut. Sehr sweet, Alter. Wenn das nur nach dem Boss-Moment aussah, dann werde ich auch nehmen. Jawoll, Alter. Was ist denn hier los? Warum ist denn das so ein geiler Fight, Bruder? Der Typ ist einfach richtig fresh dabei. Also wenn das eine coole jetzt aussah, die restlichen Male, dann weiß ich auch nicht, was cool ist. Dann weiß ich nicht, was der Inbegriff von cool ist, legit. Ja, das war doch mega fresh. Achtung, Bombe. Okay. Jawohl, gedodged, alles hier safe. Bei Mule. Wir machen das hier alles safe. Okay, abhauen. Und rein. Oh. Jawohl, natürlich, das war alles so geplant. Schön auf den Kopf gehämmert. Oh, langsam geht die Ausdauer flöten. Das ist aber auch neu, dass das mal in einem Kampf passiert. Lol. Liegt wahrscheinlich am Warten, weil Warten nämlich richtig viel Ausdauer verbraucht, Leute, ihr wisst es. Jawohl, Schwanz ist ab. Also es war nur der letzte Millimeter vom Schwanz, habe ich das Gefühl, weil er kann ja immer noch sowas machen, aber es zählt als ab. Kommt hier aus, ich habe schon eine gehärtete Version von dir fertig gemacht. Also jetzt hol mal leise.
Scheiße. Au. Easy. Leute, nennt mich Gott. Beim Theostra ist es so, du willst immer nah an ihm sein. Außer er macht eine Supernova, dann willst du es mir. Das sag ich dir. Das verspreche ich dir, dass du das mir willst. Vor allem, weil Supernova könnte, glaube ich, mich jetzt noch töten. Und Supernova. Aber stell mich rein, Digga. Bam. Geil. So. Wieder den Schwanz lang rasiert. Der hat danach keine Haare mehr. Also ich meine, die haben wir ihm eh schon abgeschnitten. Das Buschel. Aber trotzdem. Und natürlich, wir wollen ihn auf die Flügel hauen. Weil die sind sein größter Schwachpunkt. Und da sind sie auch schon kaputt. Und da ist er auch schon kaputt. Alter, ich bin Red Coat Main. Guys, das war wieder der einfachste Kampf. Ich weiß es. Aber er war trotzdem 20 Minuten. Wegen 15 Minuten Wartezeit. Ich würde sagen, Alter, das war doch mal richtig geil, oder? Das war doch mal richtig nice. Feier ich. Aber warum machen wir das hier eigentlich? Ich brauche die Dante-Rüstung. Zumindest einen Teil brauche ich von der Dante-Rüstung. Deswegen haben wir das hier gemacht. Es hilft mir, es hilft euch, weil ihr habt dadurch Videos, die ich schneiden muss. Geil. Spaß, ich mache das ja gerne manchmal. Und, ja. Okay, bekommen wir hier irgendwas Gutes? Ja, wir bekommen Edelsteine. Holy shit. Ja, ne, ach ne, rote Kugel, ups. Zwei rote Kugeln. Kein Edelstein. Egal. Es war natürlich richtig cool jetzt wieder. Ich habe genug Zeit, um ein Video zu schneiden, beide Videos zu schneiden, lol. Weil, vielleicht wusstet ihr es noch nicht, aber das letzte Video, das war vor ein paar Minuten, also vor einer halben Stunde, habe ich das aufgenommen, Leute. Das heißt, es ist schon unmittelbar nacheinander. Weil das Sommerdämmerungsfest bald vorbei ist. Okay, Leute, lasst ein Like da. Hopp. Okay, Leute, lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke und abonnieren. Also eigentlich andersrum. Erst abonnieren, dann die Glocke. Aber ihr könnt es auch, wie ihr wollt. Ich lasse euch da Freiheiten. Die einzige Freiheit, die ich euch nur lasse, ist, dass ihr abonnieren müsst. So. Perfekt, gut, ich freue mich, dass ihr es bis zu dem Punkt geschafft habt. Freut euch über mein Outro, tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal und pfiuh.